Einen wunderschönen guten Abend auch meinerseits. Wunderbar, das steht hier alles da. Super. Ich freue mich sehr auf die kommenden 90 Minuten, knapp 90 Minuten, die zunächst unsere Expertinnen und Experten auf dem Podium bestreiten werden und wie der Präsident schon sagte, dann hoffentlich auch Sie. Zuvor habe ich noch eine Bitte. Diese Veranstaltung wird ja aufgezeichnet, wenn Sie Ihre Handys möglichst auf Flugmodus stellen würden. Das wäre ganz bezaubernd, weil wenn dann eins klingelt, hat man das auf der Aufzeichnung mit. Das ist immer nicht so schön. Zunächst möchte ich Ihnen kurz die Damen und Herren auf dem Podium vorstellen. Ihnen allen bekannt ist sicherlich die Ministerin für Soziales, Gesundheits-, Wissenschaft und Gleichstellung. Ich habe gelernt, das heißt kurz MSGWG. Frau Kirstin Ahlheit, also wer bei WG an was anderes denkt, gut. Bevor sie 2012 zur Ministerin in Schleswig-Holstein berufen wurde, war die studierte Juristin Bürgermeisterin von Pinneberg und arbeitete in der Hamburger Finanzverwaltung und Behörde. Geboren in Hessen, studierte sie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Jura, legte dort auch ihr erstes und zweites Staatsexamen ab und arbeitete dann an der Wirtschaftskanzlei, bevor sie nach Hamburg kam. Was sie genau nach Hamburg geführt hat, da habe ich keine Quelle gefunden. Allerdings vermute ich, dass ihr Aufenthalt in Bremen, wo sie Abitur gemacht hat und ihre ersten Semester verbracht, sie schon mal gut eingestimmt hat auf den Norden und sie sich deshalb auch hier sehr wohl fühlt, obwohl sie nicht hier geboren ist. Herzlich willkommen. Nach fast 10 Jahren wurde der Lehrstuhl für Allgemeinmedizin der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wieder besetzt, und zwar mit Frau Professorin Dr. Hanna Kaduciewicz. Frau Kaduciewicz studierte Humanmedizin an der Universität Hamburg, wo sie 2002 auch promoviert wurde. Nach Hamburg hat es die gebürtige Polin 1979 mit ihren Eltern verschlagen, da war sie gerade einmal 7 Jahre alt. Bis zu ihrem Wechsel 2014 nach Kiel arbeitete sie 12 Jahre lang am Institut für Allgemeinmedizin des UKE. Dort habilitierte sie sich 2011 und eben 3 Jahre später ist sie dann in Kiel gelandet. Ich vermute, der Weg ist nicht so schwierig gewesen. Sie sind Hobbyseglerin, das könnten Sie hier auch machen und Hamburg ist ja nicht aus der Welt. Seit 5 Jahren ist Frau Dr. Schliffke Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein und ich vermute, jeder hier im Raum kennt sie. Medizin studierte sie in Hannover, wo sie auch promoviert wurde. Approbiert wurde sie am Elisabeth-Krankenhaus im Kreis Emsland. Nachdem sie ihre Praxis in Ratzeburg eröffnet hatte, absolvierte sie noch ein Fernstudium in Gesundheitsökonomie. In jedem Interview, das ich gelesen habe, machte sie unmissverständlich klar, dass eines ihrer wichtigsten Anliegen ist, wieder mehr Medizinerinnen oder Mediziner für die Arbeit als Haus- und Landärztin zu gewinnen. Herzlich willkommen. Herr Professor Lohse, hier steht noch, er steht im Stau, er ist doch da, Direktor der Ersten Medizinischen Klinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Chef des UKE-Zentrums für Innere Medizin, ist heute in seine Geburtsstadt gekommen. Doch wer glaubt, er sei von hier direkt nur nach Hamburg gegangen, der irrt. Sein Weg nach Hamburg war vielmehr lang. Seine Schulzeit verbrachte er in Göttingen, Hannover und am United World College of Atlantic in Wales. Medizin studierte er in Göttingen, London und Boston. Approbiert ist er in Göttingen, promoviert in Marburg. So absolvierte er seine Facharztausbildung in der inneren Medizin, hatte in Marburg und in Mainz, wobei er direkt nach seiner Promotion zunächst einmal in Israel arbeitete. 2005 wurde er dann nach Hamburg berufen und seitdem ist er auch da geblieben. Er ist, wie schon gesagt, Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Herr Professor Solbach, Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität Lübeck, den hat es aus dem Süden in den Norden verschlagen. Eigentlich stammt er aus Rheinland-Pfalz. An der Johannes-Gutenberg-Universität studierte er Medizin und promovierte im dortigen Institut für medizinische Mikrobiologie, ein Thema, das ihn bis heute verfolgt, obwohl er auch eine Ausbildung zum Kinderarzt hat. Er wechselte dann nach Bayern. An der Universität Erlangen-Nürnberg wurde er habilitiert, auf eine Professur der medizinischen Mikrobiologie dann berufen. 9 Jahre später zog er dann aus dem Süden in den Norden. Seit 18 Jahren wirkt er nun an der Universität Lübeck. Zwischendurch war er auch dort Dekan der medizinischen Fakultät. Auch er ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Auch von ihm weiß ich nicht so genau, was in den Norden gerast hat. Aber vielleicht verrät er uns das nachher noch. Beginnen möchte ich gerne mit einer Frage an die Ministerin. Und ich muss das Mikro benutzen,
weil diese aufgezeichnet wird. Sonst könnten wir uns sicherlich auch so alle gut unterhalten. Das heißt, ich muss auch Sie bitten, das zum Mikro zu greifen. Frau Ahlheit, ich erinnere noch sehr wohl den Aufschrei, als die Entbindungsstationen in Sylt geschlossen wurden. Dabei ging aber unter, dass ja Krankenhäuser und Tageskliniken an gut mehr als 100 Standorten die Menschen in Schleswig-Holstein gut versorgen. Doch wenn man auf die Karte guckt, dann sieht man, dass die Hausärzte oder Landärzte in den Kreisen Nordfriesland und Ostholstein doch rar gesät sind. Besorgt Sie die medizinische Versorgung Ihrer Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner? Klar, das ist mein Job. Okay, das war jetzt zu kurz. Na, klar, das ist ein Thema. Also, und zwar, ich will nochmal auch da anfangen, wie Sie den Einstieg gewählt haben, was zum Beispiel so Schließungen von Geburtskliniken angeht. Da ist ja nicht nur die Frage von guter medizinischer Versorgung ein Thema, sondern das ist ja emotional in einer Weise besetzt, wo wir auch gerade, der Aufschrei ist ja immer noch nicht versiegt, merken, da kommt man mit guten Argumenten überhaupt nicht mehr hinterher. Also wie nehmen wir eigentlich die Menschen in das mit, was wahrscheinlich, ich finde es so schrecklich, wir sind die Expertinnen und Experten, ne? Ich fände das, bei so einem Publikum können wir uns nicht hier im Kreis setzen und miteinander reden. Also tatsächlich sozusagen, wie nehmen wir die Menschen in diesen Prozess mit, bei dem, was wir hier vielleicht sogar gemeinsam als, das ist gute medizinische Versorgung von den Menschen, erkennen. Das ist ja nicht automatisch das, was die Menschen dann als gut empfinden. Aber natürlich sozusagen ist das, was wir an Veränderungen jetzt erkennen können, einfach wegen demografischer Entwicklung, was die hausärztliche Versorgung bei uns in der Fläche, die ja für Schleswig-Holstein immer noch mal besonders ist, weil es eben kein anderes Land gibt, was mit Inseln und Halligen so reich gesät ist wie wir und da immer schon auch ein Thema war, immer schon eine besondere Situation war, aber eben auch jetzt noch mal eine besondere auftaucht. Wie kriegen wir das auch in Zukunft hin, wenn wir merken, dass eine bestimmte Attraktivität nicht mehr da ist, Sitze nicht nachbesetzt werden können, wir absehen können, also in bestimmten Bereichen, dass ein Ärztenotstand eintreten wird, wenn wir nicht gegensteuern. Und da tun wir ja auch gemeinsam eine ganze Menge. Also da sind ja sehr viele sozusagen Akteure auch aktiv und überlegen sich sehr kreativ, finde ich auch hier in Schleswig-Holstein, richtig gut gemeinsam, wie können wir bestimmte Dinge anders anfangen, anders aufsetzen, um bestimmte Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. Und da haben wir ja zum Beispiel, also Büsum ist eben das, was mir sofort einfällt, weil da war ich dann ja eben jetzt auch schon mehrfach in Büsum die Situation, da war das eben absehbar. Wie viel waren es, Frau Schlifke? Vier. Gingen vier in den nächsten Jahren in Ruhestand. Besetzung war nicht zu erkennen. Und da rechtzeitig als Kommune sozusagen sich zu überlegen, wie gehe ich das an und da eben tatsächlich was auf den Weg zu bringen, was es in der Form so vorher nicht gab und jetzt damit das gesichert zu haben, das haben wir auch an anderer Stelle schon angeschoben bekommen. Das finde ich total gut, dass man solche Wege sich überlegt und auch erkennt, es wird wahrscheinlich kein Patentrezept geben. Es gibt so eine flächendeckende Entwicklung, wenn man an Landarzt denkt, dann denken ja doch viele irgendwie an den Carpenter, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, wenn er über ein Rapsfeld reitet und dann aber natürlich trotzdem die Arzttasche hinten auf dem Pferd hat, weil irgendwo jemand rumliegt und versorgt werden muss. Das ist eben nicht das Bild, was viele Ärztinnen und Ärzte, die aus der Uni kommen, haben von ihrer Arbeit, sondern die wollen eben eine neue Art von Work-Life-Balance haben. Und auch da müssen wir uns, glaube ich, Modelle überlegen, wie wir das, was sich junge Menschen für ihr Leben vorstellen, mit dem vereinbar machen, was wir als gute medizinische Versorgung verbrauchen. Nicht verbrauchen, sondern brauchen. Also deswegen, das sind so Gedanken. Und deswegen nochmal, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, das treibt mich natürlich um, aber ich glaube, das treibt uns alle um. Und wir werden ganz viele Dinge in den nächsten Jahren mit anschieben, vielleicht auch ein Stück weit verändern müssen, damit wir das auch in Zukunft gut hinkriegen. Und wir müssen tatsächlich auch die Menschen in diesen Prozess mitnehmen. Lassen Sie mich eine Nachfrage stellen. Sie haben gesagt, wenn die aus der Uni kommen, dann können sie sich das gar nicht vorstellen. Nun sind ja Universitätskrankenhäuser dadurch gekennzeichnet, dass man Patienten hat, die durchaus sehr komplex und schwierig und so sind. Ist es dann zu einfach da draußen? Also sind die Patienten? Nee, was ich damit sagen wollte, dieses Bild von ich bin 24 Stunden, 365 Tage Arzt und sozusagen so begreife ich auch mein gesamtes Leben. Und das ist ja doch das,
was auch zum Beispiel viele Menschen noch als Bild von ihrem Hausarzt auf dem Land haben, dass sie da auch keine Probleme oder dass sie das selbstverständlich ansehen, dass man da dann nachts klingeln kann. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich nicht mehr das Bild, was junge Ärztinnen und Ärzte von ihrem Leben haben. Wir haben einmal das Thema natürlich, dass die, dass dadurch, dass auch so viele Frauen da sind, eine andere Vereinbarkeit von Familie und Beruf hergestellt wird und es tatsächlich sozusagen Zeiten gibt, wo man nicht mehr 24 Stunden am Tag arbeiten will, sondern auch für die Familie, für die Kinder da sein möchte. Ich glaube auch, dass das ein Thema auch, was ich gut finde, zunehmend für Männer wird. Das muss nicht immer gleich bedeuten, dass man nur in Angestelltenverhältnissen oder Teilzeitarbeitsverhältnissen denkt, aber tatsächlich nochmal anders denkt, als im Moment Versorgung an vielen Stellen noch vorhanden ist. Und wir müssen da, glaube ich, andere Modelle aufsetzen und andere Möglichkeiten finden, um das, was sich die Leute eben vorstellen für ihr Leben, mit dem, was wir an Struktur haben, passgenau zu machen. Mhm. Herr Professor Sulbach, in der Einladung zum heutigen Abend steht, dass der Versorgungsauftrag immer komplexer werde. Herr Präsident Kreuzer hat es gerade noch mal ausgeführt. Diese Herausforderung steht dann weiter da, könne nur bewältigt werden, wenn die angehenden Ärztinnen und Ärzte auch Forschungskompetenz erworben haben, im Klartext an einem Studium, an einer Universitätsklinikum, die ja Krankenversorgung, Forschung und Lehre bündelt, geht nichts vorbei. Hilft das nun, damit mehr Studierende überhaupt den Weg zum Haus- und Landarzt finden oder verbaut es den? Das sind natürlich mindestens zwei Fragen in einer gestellt und die würde ich auch gerne so beantworten in zwei Teilen. Sie haben, Frau Ministerin hat das auch schon gerade gesagt, Arzt und Beruf und Arzt und Berufung. Ich glaube, es sind im Moment, sind wir dabei, dass das Arztsein immer noch im Selbstverständnis mehr Berufung ist als Beruf. Und wenn man die Frage stellt, was ist ein guter Arzt, dann glaube ich, hat jeder eine andere Vorstellung davon. Und die ist ganz schwer zu beantworten und würde auch den heutigen Abend sprengen. Sodass ich mich gerne darauf beschränken würde, zu sagen, was müssen wir als Uni eigentlich tun, um gute Mediziner auszubilden, aus denen dann vielleicht gute Ärzte mal werden. Wir tun auch viel dafür, dass sie die ärztliche Kompetenz erzielen, aber zunächst mal die medizinische Kompetenz. Und die Frage, die ist nun wiederum ziemlich gut und eindeutig beantwortet, denn das steht in der Approbationsordnung, was wir tun müssen, um gute Medizin auszubilden. Und da steht ganz klar, dass das Ziel der ärztlichen Ausbildung der wissenschaftlich und praktisch in der Medizin ausgebildete Student ist, der dann später eigenverantwortlich und selbstständig den Beruf ausüben kann und auch zur Weiterbildung und von anderen und zu eigener Fortbildung befähigt ist. Also das ist schon ein hoher Anspruch, der dort in der Approbation steht. Ganz entscheidend wichtig für mich als Universitätsdozenten ist das Wort wissenschaftlich. Und da kommen wir später nochmal darauf zurück, dass das die tragende Säule ist der Mediziner, der guten Medizinerausbildung. Sie wissen alle, in Deutschland und auch in Europa gibt es Eckpunkte, wie lange das zu dauern hat und auch mindestens dauert. In Stunden sind das, glaube ich, 5.500 und 6 Jahre und 3 Monate. So steht es in der Approbationsordnung. Also wenn ich sage Wissenschaft, was ist eigentlich damit gemeint, die wissenschaftliche Grundlage? Ich glaube, das Einfachste ist zunächst im Verständnis zu sagen, der Student muss Fakten kennen. Und Medizinstudenten sind ja bekannt dafür, dass sie lernwillig und lernbegierig sind. Der alte blöde Spruch heißt, die lernen das Telefonbuch auswendig. Ja, das ist nun mal zunächst nichts Besonderes, sondern sagt nur, die sind lernbereit und lernfähig. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das Wichtigste ist, dass wir die jungen Leute in den Stand versetzen, die Fülle an Informationen, die jeden Tag kommen, dass sie die kritisch bewerten können und damit sich ein eigenes Bild machen können von, ja, vom komplexen System Mensch in seinen ganzen Facetten von Körper und Geist bis zur Seele und die Zusammenhänge, soweit sie überhaupt bekannt sind, erkennen können und selbst erkennen können. Und der beste Weg dahin ist, dass sie selber einmal forschen. Das Thema der Forschung kann ganz klein sein, aber
Sie sollten einmal selber eine Erkenntnis, etwas aus der Unkenntnis in die Erkenntnis befördern. Und das geht nur, wenn man selber mal im Labor steht oder sich mit der Literatur befasst und jedenfalls die Methoden, die allgemeingültigen Methoden der Wissenschaft kennengelernt hat. Ich weiß noch selber sehr gut, in meinem Studium, es war im zweiten Studienjahr, da hatten wir die Aufgabe, an einem lebenden Froschherz festzustellen, wie dann bestimmte Medikamente auf die Schlagzahl und auf die Schlagkraft einwirken können. Ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht, dass ein Herz auch ohne Frosch schlagen kann. Das lag nämlich in der Petrischale. Das kennen Sie auch, ne? Ja, in dem Fall so. Wir können mal kurz fragen, wer kennt das nicht hier im Raum? Okay, wir holen das gerne nach für Sie. Also das Aha-Erlebnis war, dem Frosch wurde das Herz entfernt und das Herz lag in einer Petrischale und hat geschlagen. Hatte ich mir nie Gedanken darüber gemacht und war begeistert. Und ich erinnere mich, ja, das war ein Wunder für mich. Das war ein Wunder. Und ich erinnere mich bis heute daran und das hat mich sogar ein Stück weit geprägt und habe mich dann auch, ja, das war ein Punkt, weshalb ich dann später auch in die Forschung gegangen bin. Also, kurzum gesagt, ich denke, Forschung oder eigene Forschung ist die Grundlage für alles, was später folgt. Oder um es platt auszudrücken, wer viel weiß, der muss wenig tun spät und vermeidet damit unnötige Diagnostik und Therapie. Oder umgekehrt, wer wenig weiß, der muss viel glauben, was andere ihm sagen. Und das ist nun ganz schlecht, denn dann verfallen wir den Ideologen. Und die Aufgabe der Uni ist einfach, die infrastrukturellen Voraussetzungen mit ihren Klinika zu leisten, damit das auch in Zukunft gewährleistet ist. Das ist teuer, das wissen wir alle. Das Medizinstudium ist das teuerste, was es gibt. Aber wenn wir gute Qualität wollen, dann muss es uns das wert sein. Jetzt haben Sie gefragt, ich bin sofort fertig, führt das an der Universität führt kein Weg vorbei. Ich glaube oder ich hoffe, ich habe Sie davon überzeugt. Die Frage ist, muss sich medizinische Ausbildung ändern, um dem Bedarf der Gesellschaft besser gerecht werden zu können? Ja, das muss sie. In ihren Inhalten, gerade was Komplexität des neuen Verständnisses angeht, Stichwort Präzisionsmedizin, individualisierte Medizin, Systemmedizin, das sind alles Stichworte im Moment. Und da müssen wir unsere Studenten fit machen, dass sie das überhaupt verstehen. Das Zweite ist natürlich, ich sagte vorher, Körper, Geist und Seele. Wir müssen vielleicht noch besser, als wir das tun, ihnen Kompetenzen beibringen, die mit Geist und Seele zu tun haben. Und da arbeiten wir auch dran. Letzter Punkt, hat das was mit Versorgung zu tun? Da glaube ich, nein. Dieses Problem der Unterversorgung oder Fehlversorgung, Überversorgung, wie es immer heißt, das können wir in der Uni nicht heilen. Und die Gründe hat Frau Ministerin schon genannt. Und der Hauptgrund ist eben, dass die Lebensmodelle heute andere geworden sind. Es reicht nicht mehr aus, als Frau Doktor ein gesellschaftliches Ansehen zu haben, wenn man mit dem Gatten, der Herr Doktor ist, im selben Haus wohnt. Das war mal und es ist auch Gott sei Dank vorbei. Und wir haben heute fast 3/4 unserer Studenten sind weiblich und die haben natürlich ganz andere Lebensmodelle, wie das früher der Fall war. Sodass ich denke, es wird nur so gehen, dass man diesen Lebensmodellen gerecht werden muss. Das heißt Dual Career Development, das heißt attraktives Umfeld schaffen. Und dann gehen die Leute auch gerne dahin. Aber das ist mein letzter Punkt und der wichtigste Punkt, das alles auf der Basis einer wirklich guten, qualitativen Grundausbildung. Danke. Frau Professor Kalischewitsch, Anfang der 1990er Jahre gab es gerade einmal eine Professur in Deutschland für Allgemeinmedizin und sage und schreibe 7 wissenschaftliche Mitarbeitenden. Diese Zahl hat mich ehrlich gesagt erschreckt. Und ich vermute, sie erklärt in Teilen dann auch die Frage, warum wir so viele Hausärzte haben. Inzwischen sind an rund 30 von 37 medizinischen Fakultäten Professuren für Allgemeinmedizin entstanden, auch in Kiel und Lübeck.
Damit ist sicherlich der erste Schritt getan, damit dieses Fach akademisch überhaupt sichtbar und ernst genommen werden kann. Doch bedeutet das offenbar nicht, dass die Studierenden sich nun massenhaft diesem Fach zuwenden und dann entsprechend es auch ausüben wollen. Die Politik erwägt nun, den Zugang zum Medizinstudium daran zu koppeln, dass ich mich auf 10 Jahre nach Abschluss der Facharztausbildung verpflichte, auch als Hausarzt zu arbeiten. Halten Sie das für sinnvoll? Ich halte das für keine gute Idee. Also weil ich denke, dass man niemanden zusätzlich gewinnen wird. Diejenigen, die sowieso zu Beginn des Studiums Hausärztinnen und Hausärzte auf dem Land werden wollen, die werden sich dann vielleicht melden, die kriegen dann eine Unterstützung. Aber dadurch gewinnt man nicht mehr. Und die große Problematik ist die Problematik der Sanktionen hinterher. Das heißt, wenn jemand gefördert wird und dann hinterher doch nicht aufs Land geht und 10 Jahre lang Hausarzt wird, dann kann ich mir nur eine finanzielle Sanktion vorstellen, was aber im Umkehrschluss bedeutet, dass dann diejenigen, die die Absicht äußern, um einen Studienplatz zu ergattern, diejenigen sein werden, deren Familien Geld haben. Die werden dann sagen, okay, meine Familie kann sich dann leisten, später, wenn ich fertig bin mit dem Studium, die Strafe zu bezahlen. Also insofern glaube ich nicht, dass das ein guter Weg ist. Es hat sich in den letzten Jahren viel getan in der Allgemeinmedizin. Also es sind ja, wie Sie schon gesagt haben, die Lehrstühle entstanden, besetzt worden, die Wissenschaft ist vorangekommen. Das ist eine gute Entwicklung. Auch in der Approbationsordnung wurde zum Beispiel ein 2-wöchiges Blockpraktikum Allgemeinmedizin eingeführt. Jetzt in der kommenden Approbationsordnung wird es wahrscheinlich das Wahl-Tertial Quartal ambulante Medizin geben. Also das sind positive Entwicklungen und ich denke, es ist besser investiertes Geld, wenn man da weitermacht. Also wenn man genau da weitermacht und sagt, gut, die Allgemeinmedizin hat nicht nur praktische Unterrichtsanteile, sondern es ist auch gerade im Sinne der Wissenschaft, wie Herr Solbach sagt, ganz, ganz wichtig, dass theoretisch begleitende, reflektierende Seminare dabei sind. Denn Wissenschaft bedeutet auch, dass man zum Beispiel untersucht, anhand welcher Symptome eines Patienten in der hausärztlichen Praxis man die Entscheidung treffen muss, ihm ein Antibiotikum zu geben beim Husten und bei welchen Symptomen man es lassen kann. Nicht? Also das sind ja völlig andere Voraussetzungen in der hausärztlichen Versorgung. Sie haben einen Niedrigprävalenzbereich, sie haben andere Entscheidungsgrundlagen und die Wissenschaft ist zum Beispiel aufgerufen, herauszufinden, anhand welcher Symptomkonstellation man in welche Richtung weiter diagnostizieren und therapieren soll. Also für mich sind diese theoretischen begleitenden Seminare zu diesen praktischen Unterrichtseinheiten sehr wichtig. Und da sehe ich noch eine Lücke und Erweiterungsbedarf. Also jetzt mal hier zu meiner Kieler Situation. Wir haben ja 120 Studierende pro Semester und mein Lehrstuhl besteht aus mir, meiner Sekretärin und einer halben Ärztin. Nicht? Und wir machen die Lehre so gut es geht. Wir haben auch Lehrbeauftragte, die wir sozusagen aus unseren Sachmitteln bezahlen können, um bestimmte Lehrinhalte zu machen. Wir haben natürlich die Lehrpraxen, die das Blockpraktikum übernehmen, aber es geht mir jetzt um die Lehre hier an der Universität. Da haben wir einen extrem geringen Anteil. Und das ist sicherlich eine Folge dessen, dass es 10 Jahre lang keinen Lehrstuhl gab und niemand sich so richtig dafür einsetzen konnte, dass diese Lehranteile ausgeweitet werden. Aber ich denke, es ist wichtig, die Institute mit mehr Personal auszustatten, denn Projekte haben wir. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr so ein Spezialcurriculum landärztliche Versorgung als Wahlangebot für die Studierenden angeboten. Da hat sich eine Gruppe von etwa 10 Studierenden gemeldet. Die haben wir dann aufs Land geschickt, dann zu bestimmten Patienten, die sie kontinuierlich über mehrere Monate beobachtet haben, wo sie im Gespräch waren. Also solche Angebote sind toll und als Wahlangebote für Studierende sehr wichtig. Nur das bedarf einfach einer personellen Ausstattung, um das alles durchzuführen. Also ich denke, der nächste Schritt ist einfach, die Institute noch mal besser auszustatten mit Personalmitteln, damit diese vielen Ideen, die existieren, und die Institute für Allgemeinmedizin tauschen sich bundesweit aus. Also wir erfinden nicht ständig neue Räder, sondern wir profitieren voneinander sehr stark, und um diese vielen Konzepte tatsächlich umzusetzen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Bereich der
Also eine Sache zu Frau Ahlheit. Sie hatten vorhin gesagt, die Studierenden können sich am Ende des Studiums nicht so richtig vorstellen, was das eigentlich heißt, auf dem Land und hausärztlich tätig zu sein. Na klar, wenn man eben doch relativ wenig Unterricht in der ambulanten Versorgung und in der Allgemeinmedizin hat, dann kann man sich das nicht so vorstellen. Ich habe das mal ausgerechnet, der klinische Studienabschnitt umfasst 3 Jahre, also vom 5. bis zum 10. Semester. Und inklusive des Blockpraktikums Allgemeinmedizin hat die Allgemeinmedizin einen Unterrichtsanteil von 3,5%. Nicht? Das heißt, die restlichen 96,5% finden im Bereich Theorie, spezialisierte Ausbildung statt, was ja auch alles wichtig ist. Nicht? Also ich sage nicht, dass das nicht unwichtig sei, aber das ist alles wichtig. Aber das bedeutet natürlich, dass die Studierenden, die lernen die ganzen Spezialisten kennen an der Uniklinik, die lernen auch die Begeisterung kennen, die finden das toll, was alles möglich ist. Nicht? Und deshalb entwickelt sich bei vielen Studierenden einfach die Vorstellung, ja, den Spezialisten finde ich toll, der operiert mit Robotern, das will ich in Zukunft auch machen. Also die Berufsvorstellungen entwickeln sich natürlich entsprechend der Menschen, mit denen man zu tun hat. Und wenn die Studierenden eben so intensiv mit der Tertiärversorgung konfrontiert werden, dann entwickeln sie natürlich auch den Wunsch, das zu tun. Insofern denke ich, ist es wichtig, da mehr ambulante und allgemeinmedizinische Angebote den Studierenden zu machen. Und Dankeschön. Und ein Punkt nochmal zur Zahl der Studienplätze. Also was mich immer wundert, ist, dass es kaum eine Diskussion gibt über die Zahl der Studienplätze. Und dabei ist es doch eigentlich ganz klar, wenn Sie sich die Statistiken angucken der letzten 25 Jahre und betrachten, wie hat die Zahl der Köpfe, der ärztlichen Köpfe zugenommen, dann können Sie sagen, sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich hat die Zahl der Ärztinnen und Ärzte, die beschäftigt sind, zugenommen. Durchgehend, von Jahr zu Jahr, um einige Prozent. Von 1990 bis 2015, das sind 25 Jahre, hat die Zahl der Köpfe um 56% zugenommen. Von 240.000 auf 370.000. Die Zahl der Medizinstudiumsabsolventen ist immer gleich geblieben, etwa 10.000 pro Jahr. Dann ist es natürlich klar, dass es irgendwann eine Diskrepanz gibt, dass speziell auch mit der zunehmenden Technologisierung der Medizin und der anderen Lebensvorstellung, also dem Wunsch, Halbzeit oder Dreiviertel zu arbeiten, dass da eine Lücke klafft, ist ja klar. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man diese Lücke schließen soll, außer mehr Ärztinnen und Ärzte auszubilden. Wenn wir nicht einen gewissen Zustrom von ausländischen Ärztinnen und Ärzten hätten, dann wären schon viele Kliniken oder Praxen auch schon längst zu. Nicht? Dann hätten wir ein noch viel größeres Problem. Also ich denke schon, dass die Politik sich überlegen muss, wie sie einfach das Zahlenmissverhältnis, das da besteht, in den Griff kriegen möchte. Das waren jetzt ganz viele Anregungen. Und es zeigt sich, die Ursachen für einen Mangel an Niedergelassenen die Ursachen sind vielfältig. Wie eingangs schon gesagt, Frau Dr. Schlifke streitet dafür, dass sich mehr wieder niederlassen. Ihre Vereinigung vertritt 5.300 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Ein Drittel der Hausärzte steht kurz vor dem Ruhestand. 600 neue braucht das Land, wenn sie die jetzige Versorgung halten will. Ihr Versorgungsbericht schreibt, dass 2012 44 Mediziner die Prüfung zum Facharzt für Allgemeinmedizin abgeschlossen haben. Die Versorgungslücke, die sich also auftut, wird mit 44 nicht zu schließen sein. Mit dem Programm Landarztleben sowie mit zahlreichen Zuschüssen wollen Sie den Anreiz erhöhen, sich wieder niederzulassen. Wie werden Ihre Angebote angenommen? Sind die gekoppelt zum Beispiel auch, wenn ich die Frage dazu stelle, mit dem Engagement von Frau Katuchewitsch? Ja, durchaus, und da komme ich auch gerne drauf zurück. Zunächst mal diese 44 Facharztanerkennungen in 2012 waren tatsächlich unser größtes Tief in den letzten Jahren. Wir sind inzwischen wieder bei 60 angekommen, aber auch 60 ist zunächst mal nur die Hälfte von dem, was wir eigentlich bräuchten, um die hausärztliche Versorgung in Schleswig-Holstein zumindest auf dem Niveau zu halten, wie sie jetzt ist.
weil das eben nicht der Fall ist, müssen wir uns von nun an darauf einstellen, dass das eben nicht so bleiben kann, dass wir keine 1-zu-1-Versorgung mehr haben können. Es hat uns alle wachgerüttelt, diese Zahl in 2012. Und da haben natürlich eine Menge Initiativen auch begonnen, wie man dieses Problem angehen kann. Und alle wissen, das ist nicht mit einer guten Idee in Gang zu bringen, sondern da muss man sehr, sehr vielfältig werden. Frau Kadyszkiewicz hat vorhin schon gesagt, die jungen Studenten müssen auch mal Praxen kennenlernen. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir als Kassenärztliche Vereinigung machen. Wir laden jedes Jahr von Lübeck oder Kiel einen ganzen Bus Studenten ein und fahren mit ihnen raus, besichtigen sowohl städtische als auch ländliche Praxen. Wir stellen ihnen vor, wie man heute sehr modern auch in Teilzeit, Vollzeit stellen oder in Kooperationen zwischen Hausärzten, Fachärzten Praxen betreibt, sodass das ganze Thema Allgemeinmedizin auch an Interesse gewinnt. Also wir müssen, glaube ich, alle sehr dafür sorgen, dass dieses Fach interessant ist. Es ist unheimlich interessant und jeder, der Hausarzt ist, der weiß das, der möchte das auch nicht missen, weil es eben so vielfältig ist und weil sie so unmittelbar mit dem Patienten mehr oder weniger jahrelang arbeiten. Also das ist eines der Dinge, die wir tun, aber wir haben daneben natürlich auch noch eine ganze Reihe finanzielle Aufwendungen von Formulaturen über Blockpraktika bis hin zu PJ-lern. Wir suchen die Kooperation über die Lehrpraxen und demnächst auch über die Forschungspraxen, sodass auch da vielfältiges Interesse seitens der Studenten zu wecken ist. Und dann kommen die Weiterbildungsjahre, wenn sie denn ein Examen erst gemacht haben und in der klinischen und dann auch in der ambulanten Weiterbildung sich befinden. Und da werden dann wieder ganz neue Wege zu beschreiten sein. Und da stehen wir gerade im Moment ja auch an diesem Punkt, wo die Weiterbildung für die Allgemeinmedizin neu geordnet wurde und wo wir jetzt gerade das Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin aufbauen. Und ich glaube, das gibt einen Wirt für die Studenten auch und für die Weiterbildenden, die sich vielleicht ja auch noch in Chirurgie oder in Innere befinden und dann doch mal an die Allgemeinmedizin denken, auch einen riesen Anstoß geben, weil wir eine sehr strukturierte Weiterbildung über die ganzen 5 Jahre der Facharztzeit, der Facharztwerdungszeit sozusagen, dann auch begleiten. Das ist viel wert, das hat einen sehr wissenschaftlichen, sehr ausdiskutierten Hintergrund inzwischen. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin steht dahinter und ich denke, das gibt einen Anreiz. Also ganz viele dieser einzelnen Komponenten, die zusammenkommen von unserem Hinzugehen auf Studenten, ihnen überhaupt mal zu zeigen, was bedeutet selbstständige Arzttätigkeit, ob nun in der Stadt oder auf dem Land, als Hausarzt oder auch als Facharzt, denn auch bei Fachärzten kriegen wir Probleme. Und das gemischt mit guter Weiterbildung, das könnte dazu führen, dass das Interesse sich erhöht und wir damit dann so peu à peu wieder auch mehr Leute für die Allgemeinmedizin gewinnen. Herr Professor Lohse, Herr Salber hat schon gesagt, an einem guten, soliden Medizinstudium führt überhaupt kein Zweifel, überhaupt kein Weg vorbei. Dafür braucht es aber Lehrende, die die Studierenden ausbilden und die Spaß darin haben. Diese Lehrenden müssen selber klinisch forschende Ärzte gewesen sein. Und die Dozentinnen und Dozenten von morgen stehen aber in den Universitätskliniken zunehmend unter zeitlichem Druck. Das heißt, wie gelingt es uns denn, diese Dozentinnen und Dozenten, also die Clinical Trials, auszubilden? Kann man den Clinical Science oder wissenschaftlichen Wissen, wie heißt das auf Deutsch eigentlich? Klinische Wissenschaftler. Okay, aber klinische Wissenschaftler mit Medizin. Eigentlich, wie geht es da einen Weg hin, dass die nicht irgendwie mit 80 Stunden in der Woche erst einmal anfangen müssen, bevor sie überhaupt ein bisschen weiterkommen? Womit Sie ja schon zeigen, dass wir Nachwuchsprobleme in allen Bereichen der Medizin eigentlich haben. Und Sie sagten das im Nebensatz, Facharztversorgung auf dem Lande ist gar nicht so ein großes Thema, ist aber auch ein Riesenproblem. Und klinischer Wissenschaftler-Nachwuchs ist auch ein Problem, hat auch verschiedene Gründe, Geschlechtsunterschiede, verschiedene Haltungen zum Lebensstil etc.
Also auch darüber müssen wir uns unbedingt Gedanken machen und an vielen Ebenen ansetzen. Innerhalb der Universitätskliniken müssen wir geschützten Freiraum für wissenschaftliche Arbeit schaffen. Und dazu ist es zum Beispiel erstmal essentiell, dass, sorry, die Länderminister uns mehr Geld geben. Der Wissenschaftsrat hat sich gerade beschäftigt mit der Frage der Universitätsmedizin, eine Stellungnahme rausgebracht. Und meine Lieblingsseite dieses 140-seitigen Berichts ist Seite 91. Da ist nämlich eine Grafik, wo der Drittmittelanwuchs pro Professor an den Universitätskliniken aufgezeigt wird und der Landeszuschuss pro Professor aufgezeigt wird. Das ist mir besonders lieb, weil in Hamburg die Diskrepanz besonders groß ist, noch größer als in Kiel. Aber sie ist überall groß. Also es kann doch nicht sein, dass wir immer mehr das Geld von irgendwo einsammeln müssen und die Grundausstattung in den Universitäten, die Grundausstattung, die eben für Lehre und Forschung da ist, immer geringer wird und dann so Dinge zu Recht beklagt werden, wie Sie sie gerade beklagt haben, dass wir eigentlich gar nicht mehr die Mittel haben, um die Studenten adäquat auszubilden. Um die Studenten adäquat klinisch wissenschaftlich auszubilden. Herr Solbach hat gesagt, wie essentiell das ist. Medizin wird immer komplizierter, also brauchen wir immer besseres Handwerkszeug für unsere zukünftigen Ärzte, weil das, was die heute als Fakten lernen, in 10 Jahren schon gar nicht mehr relevant ist. Also müssen sie lernen. Und dazu müssen wir Wissenschaftler haben, die ihnen das lehren können. Und die müssen eben sich auch entwickeln können und dafür brauchen wir Geld. Alles andere funktioniert nicht. Wir brauchen auch Strukturen dafür und eine Reihe von Einrichtungen. Wir haben ein solches Clinician Scientist Programm oder Akademie Klinische Forschung zum Beispiel geschaffen. Da können die besten Assistenten von uns erstmal für 3 Jahre lang das erste Jahr ausschließlich Forschung machen, die anderen 2 Jahre Hälfte Forschung, Hälfte Klinik machen. Wenn sie das erfolgreich machen, auch wieder Drittmittel einwerben, weil sonst können wir nicht leben, dann können sie nochmal 3 Jahre Hälfte, Hälfte machen. Und solche Programme entstehen überall an den Unikliniken. Die DFG hat das klar gefordert. Wir müssen aber auch Langzeitperspektiven an den Universitätsklinika schaffen für solche klinischen Wissenschaftler. Das traditionelle Modell, ein Kliniker macht Wissenschaft für eine Weile, habilitiert sich, krabbelt noch bis zum APL-Professor vor und dann wird der Chefarzt in Itzehoe. Was nicht schlimm ist, Sie sagen das so. Ja, ist aber nicht ein ausreichendes Modell, weil es sein kann, erstens, dass der wirklich ein ausgezeichneter klinischer Wissenschaftler ist, für Itzehoe nicht der ideale Chefarzt ist. Und zweitens, es auch Leute geben muss, die vielleicht zu 80% Wissenschaft machen und nur zu 20% Klinik machen. Das heißt, wir brauchen das gesamte Spektrum. Ansonsten gebe ich Ihnen völlig recht, gebe Ihnen sogar extrem recht, wir müssen Itzehoe als akademische Einrichtung verstehen. Und da würde ich gerne auch noch, wo Sie mich nicht direkt dazu gefragt haben, aber doch ein politisches Statement abgeben, was sich als Akademie auch gehört. Die Leopoldina hat kürzlich eine Schrift zum Krankenhausversorgung herausgegeben und ein sehr kontroverses, aber ich glaube völlig überzeugendes Plädoyer dafür abgelegt. Das halte ich für sehr relevant für Schleswig-Holstein, aber genauso für Hamburg. Wir haben viel zu viele kleine Krankenhäuser. Und wenn wir die politisch schließen würden, dann hätten wir dieses Problem, wir haben eigentlich immer mehr Ärzte, die wir beschäftigen, hätten wir dieses Problem zum Teil gelöst, weil die dann entweder an die größeren Krankenhäuser gehen, wo man noch wirklich eine akademisch anspruchsvolle Medizin machen kann, und die ist so komplex, dass man nur in einer großen Einrichtung das machen kann, oder dass die in niedergelassene Konstrukte gehen, die man meines Erachtens auch als Gruppenpraxen machen muss, um überhaupt noch den Standard zu halten. Ich glaube, das Modell des alten Landarztes, der alleine ein Dorf oder eine Region versorgt, ist fachlich nicht mehr aufrechtzuerhalten. Abgesehen davon, dass es menschlich nicht mehr aufrechtzuerhalten ist oder mit den sozialen Ansprüchen nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Es ist fachlich nicht mehr zu schaffen, das adäquat zu machen und sich adäquat fortzubilden, ganz alleine. Insofern, glaube ich, müssen wir auch da neue Modelle denken. Also da Frau Professor Krawitschel schon mit dem Kopf schüttelt, würde ich Ihnen jetzt auch direkt gern das Wort geben. Frau Ministerin greift auch schon zum Mikro, also ich bin gespannt auf die Erwiderung. Das war ja der Sinn. Ja, also ich,
Ich glaube natürlich, dass es Sinn macht, kooperative Modelle auf dem Land zu schaffen, weil eben viele auch als Team arbeiten möchten. Aber rein für den fachlichen Austausch existieren ja auch viele, viele Möglichkeiten, sich auszutauschen. Qualitätszirkel, Peer-Reviews, Hospitationen. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin hat selbst einen Mail-Server, wo man eben Fragen diskutieren kann mit Kollegen aus ganz Deutschland. Also die Kommunikation ist schon so weit, dass man sich gut austauschen kann. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass die kommenden Ärztinnen und Ärzte gerne in Teams arbeiten und sich da in diesen Teams austauschen möchten. Insofern muss man das auch fördern, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Wissenschaftlichkeit und Austausch kann man, denke ich, auch mit den heutigen Kommunikationsmitteln hinkriegen. Jetzt müssen Sie noch Frau Ahlheit zuhören, bitte. Okay, ich wollte ganz kurz zustimmen. Und sagen, Telemedizin ist das Wort dafür. Hätte ich tatsächlich jetzt auch, weil stimme dem auch total zu und ist vielleicht ein gutes Stichwort, mal auf die Telemedizin hinzuweisen, wo ich tatsächlich auch denke, das ist für Kommunikation, für Fachlichkeit irgendwo hinholen, wo sie nicht ist, etwas, wo wir in Zukunft wirklich darauf achten müssen, dass wir das gut und klug ausbauen. Da, finde ich, müssten wir dann mal darüber diskutieren, was Delegationsmöglichkeiten ausmacht, was da denkbar ist, wie Modelle aussehen, welche Zwischenformen, also ich denke da eben auch an Teilakademisierung in Pflegebereichen, also dass man darüber mal ehrlich nachdenkt und neue Wege geht, das fände ich sehr wichtig. Das war ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Dann habe ich natürlich sozusagen, würde ich jetzt ein Stück einhaken, aber da waren wir mit der Runde noch nicht durch, weil ich schon denke, dass natürlich Universitäten, die können das Problem nicht lösen, so wie ich auch ganz fest der Meinung bin, dass nicht eine Maßnahme uns etwas löst. Aber dass es gar nichts ausmacht, glaube ich nicht. Und wir haben das bei Frau Kadutschewitz so schön gehört. Natürlich ist die Frage, lernen eigentlich Studierende an Universitäten Allgemeinmedizin überhaupt kennen? Als ein Bereich. Das macht natürlich was aus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da auch hingucken, sozusagen, wie sind die Professuren ausgestattet, gibt es die überhaupt? Ne? Ist nur bedingt steuerbar als Ministerin, so muss ich auch sagen. Bin auch ein Stück weit bei Ihnen. Klar, wenn wir unbeschränkte finanzielle Mittel hätten, wäre die Welt schöner. Also würde gerne hingehen und jedes Jahr Millionen an die Universitäten ausschütten, um die Situation besser zu machen, geht nicht so ohne weiteres. Das heißt, wir müssen gucken, was können wir machen. Da weiß ich, liegt man manchmal Politik und Wissenschaftsbereich auseinander, aber tatsächlich müssen wir auch über andere Maßnahmen nachdenken. Aber dass tatsächlich auch sozusagen finanzielle Mittel ein Punkt ist, wo man sagen muss, wenn es uns so wichtig ist und wenn wir bestimmte Strukturen wollen, und da würde ich jetzt dann gerne auch nochmal zu meinem Anfang zurück, weil das Sie so schön beschrieben haben, wenn ich mir mit dem jetzigen wissenschaftlichen Kenntnisstand über gute Medizin Schleswig-Holstein hinlege und eine Karte mache, wo Kliniken wie anzusiedeln wären, wären sie nicht da, wo sie jetzt sind, auch nicht in der Größe. Aber wenn man das täte, dann würden wir die Bevölkerung verlieren. Und das ist schon nochmal was, wo ich mir auch denke, also was ist denn eigentlich sozusagen, wie lösen wir Spannungsverhältnis auf zwischen, was ist erkannte, gute, sozusagen medizinische Versorgung und was ist mit Erwartungshaltung sozusagen von den Menschen, wie das zu sein hat, wie nah das auch zu sein hat. Also wie schnell man, und da komme ich jetzt mal, wie schnell man zu einer Geburtsklinik kommen muss, sozusagen, wobei man weiß, was medizinisch gut ist und andere Länder organisieren das echt anders. Und da sind keine höheren Sterblichkeitsraten von Säuglingen da. Ne? Auch noch im Gegenteil, aber also das ist tatsächlich was, wo ich als Politik nochmal sagen möchte, da muss auch Medizin nochmal überlegen, sozusagen, was ist der Anspruch und wie kriegen wir es eigentlich hin, dass die Menschen mit uns diesen Weg gehen, der zum Teil wahrscheinlich überhaupt nicht zu vermeiden ist? Frau Dr. Schlüfke, Sie haben auch schon zum Mikro gegriffen. Zwei Stichworte würde ich gerne nochmal aufnehmen. Das eine fiel eben, das ist die Telemedizin. Das ist natürlich etwas, was in unserem Bereich, gerade für die ländlichen Strukturen, jetzt gerade in die Diskussion kommt. Es sind jetzt gerade die Voraussetzungen sozusagen dazu geschaffen worden, dass das überhaupt möglich ist. Und da wird aber noch sehr viel Engagement von Seiten der Ärzte und auch von Seiten der Patienten nötig sein, um das Ganze in Gang zu bringen. Denn es funktioniert mal nur tatsächlich nur von zwei Seiten. Sozusagen. Telekonsile, dass sich Ärzte mit anderen Ärzten oder mit Kliniken kurz schließen, das glaube ich wird ein bisschen schneller in Gang kommen. Aber grundsätzlich das Thema Digitalisierung in der Medizin wird ein riesiges in den nächsten Jahren. Und da spielt auch das Problem
wie kriege ich Wissen an die, die eben außerhalb der Universität arbeiten, ständig aktualisiert. Also das, der Fortschritt in der Medizin und das Wissen insgesamt hat ja heute Dimensionen erreicht und das wird ja auch so weitergehen, die langsam an die, ich sag mal, an die normalen Kapazitäten eines Menschen herangehen, zumindest wenn man in der Selbstständigkeit arbeitet und eben auf diese breite Vielfalt des Wissens auch angewiesen ist, die dann nicht mehr jeden Tag in die Tiefe gehen kann. Und ich glaube, es wird unerlässlich sein, dass man zu jeder Zeit auch mit digitalen Mitteln sich diese Informationen dann heranholen kann. Ich sehe das mal ganz praktisch im Arzneimittelbereich zum Beispiel. Was sich tut in der Arzneimittelentwicklung für spezifische und für spezielle Erkrankungen, hat eine Palette heute, die sie bis in die letzte Nebenwirkung, dessen Erklärung ja vom Arzt an den Patienten erwartet wird, fast nicht mehr durchdringen können. Das heißt, ihnen muss die Möglichkeit gegeben werden, unmittelbar und sofort auch Informationen abrufbar zu haben, die hundertprozentig verlässlich sind. Also ich glaube, da wird es auch Bewegung geben in den Arbeitsfeldern der einzelnen Ärzte, damit man diese Dinge noch mit aufnehmen und auch mit verarbeiten kann zum Nutzen der Patienten. Ja, Herr Solbach. Wenn ich da sofort einhaken darf, das bringt mich dazu, das, was ich vorher gesagt habe, nämlich Zusammenhänge zu erkennen in einem grundlegenden Studium, wird immer wichtiger. Ich stelle bei meinen Studenten fest, es gibt nur noch wenige, die ein Lehrbuch haben. Es gibt auch wenige, die ein Lehrbuch im Tablet haben. Viele sagen, na, das kann ich doch mal schnell googeln. Und das führt nicht zu einer Qualität. Ja? Also ich muss Zusammenhänge kennen, um dann später das, was ich google, überhaupt verstehen zu können. Ja? Aber Frau Kato-Schimmels, ich würde gerne noch einen Punkt sagen zur Allgemeinmedizin. Ich habe die Diskussion Ihrer Fachgesellschaft intensiv verfolgt, auch im letzten Jahr auf dem medizinischen Fakultätentag. Es gab ja da eine Kompromisslösung. Also die Allgemeinmedizin hat gefordert, wir wollen A, eine Prüfung in Allgemeinmedizin machen und B, ein verpflichtendes Quartal im PJ. Da inzwischen ist ja die Verpflichtung des Praxisquartals, die ist ja, muss ich sagen, Gott sei Dank vom Tisch. Es ist gut zu sagen, in einer Versorgungseinrichtung, die im niedergelassenen Bereich ist. Das ist okay. Aber Sie haben vorher den Roboter-Urologen skizziert. Das ist toll, das ist sexy, modernste Methodik und so weiter. Ja, das verfängt bei jungen Leuten. Wenn ich das verallgemeine, wenn ich die Studenten frage, wo sollst du mal hingehen, die Reise, und ich sehe sie alle im dritten Studienjahr, dann sagen mir die meisten, mal gucken, muss ich mal sehen. Und dann sehe ich sie nochmal im fünften Studienjahr und dann ist der wesentliche Treiber für die Wahl, ist das Vorbild, das ärztliche Vorbild, Leute, die sie kennen. Super, ja, da möchte ich hin. Und dann ist die Fächerwahl nicht zweitrangig, aber doch dem untergeordnet. Will sagen, wir brauchen allgemeinmedizinische Vorbilder in den Fakultäten. Und da ist die Schlechtausstattung ist ein Argument, aber kann nicht das Argument sein, dass es die nicht gibt oder zu wenig gibt. Also natürlich brauchen wir diese Vorbilder und wir brauchen auch eine Vielfalt von Vorbildern, weil natürlich, und deshalb schicken wir die Studierenden ja auch zum Beispiel jeweils eine Woche in unterschiedliche Praxen, nicht, um damit sie auch unterschiedliche Praxen kennenlernen. Und deshalb haben wir auch noch Lehrbeauftragte, die wir einfach aus unseren Mitteln bezahlen, um einfach ein paar mehr Menschen den Studierenden als Kontaktperson zur Verfügung zu stellen. Aber ich denke, das kann alles noch intensiviert und ausgebaut werden und das ist auch wichtig. Herr Lohse. Ich will gerne noch ein bisschen provozieren, um es lebendiger zu machen. Falls Sie ihn noch nicht kennen, den Herrn, das macht er gerne. Wir haben die These gehört, dass mehr allgemeinmedizinische Lehre an der Universität mehr Hausärzte hervorbringen würde, aber haben auch gehört, dass wir vor 20 Jahren noch keine allgemeinmedizinische Lehre hatten oder nur eine einzige Stelle, aber damals noch keinen Mangel an Hausärzten hatten. Das ist ein anderes Problem. Also gut, das also jetzt einfach Sie nur haben, von Sie der kriegen Evidenz, sofort das Wort, Frau Schlüssel. Von der Evidenzbasis. Was hat sich aber radikal geändert, ist tatsächlich das Geschlechterverhältnis und auch das Einkommen der Ärzte.
was möglicherweise miteinander zu tun hat. Ne? Wenn eine Berufsgruppe weniger verdient, dann steigt der Anteil an Frauen, die da reingehen. Es hat aber auch was damit zu tun, mit so absurden Regelungen, dass fast alle medizinischen Fakultäten eine Berufsausbildung in der Krankenpflege oder als MTA als Bonus berechnen für den Numerus Clausus. Das heißt, da machen wir was völlig Absurdes. Wir haben einen Mangel an Pflegekräften. Wir bilden, am UKE ist es massiv, wir bilden vornehmlich Krankenschwestern aus, die danach Medizin studieren. Da verschwenden wir den Ausbildungsplatz für die Krankenpflege und dann schieben wir sie nachher ins Medizinstudium. Also, und das ist etwa 90% der medizinischen Fakultäten Deutschlands haben so eine Regelung. Also wir machen da die falschen Anreize und wie gesagt, der hohe Frauenanteil, und ich wundere mich, Sie sind ja auch, wie auch unsere Senatorin, für Gleichstellung auch zuständig. Wir haben für jedes Gremium eine Regelung, dass wir mindestens 40% von beiden Geschlechtergruppen drin haben müssen. Aber bei Medizinstudenten haben wir nur gerade mal 25% Männer. Könnte man ja auch eine 40% Regelung einführen. Das wäre eine schnelle Maßnahme. Finden Sie das okay? Ja, fände ich okay. Okay. Wäre, glaube ich, eine schnelle Maßnahme, um Abhilfe zu schaffen. Zumindest radikal, eine sehr wirksame, um die Debatte um die Quote zu beschleunigen. Da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht ganz kurz als Antwort, warum gab es das Problem nicht vor 30 Jahren? Da gab es einfach einen anderen Bedarf im stationären Sektor, sodass einfach viele eben keine Stelle gefunden haben im stationären Sektor und sich dann niedergelassen haben. Da gab es eher ein Überangebot an Ärzten und die haben sich dann einfach die Stellen gesucht, die zur Verfügung standen. Heute ist es genau andersrum. Und was natürlich auch greift, sind die Arbeitszeitmodelle. Also früher war das völlig klar, dass man da 24 Stunden plus noch die nächste Nacht plus vielleicht noch den nächsten Tag herumlief wie eine Leiche und sich fragte, wenn die Patienten wüssten, dass ich jetzt seit 48 Stunden nicht geschlafen habe, dann wären sie vielleicht nicht so begeistert. Aber früher war das selbstverständlich. Heutzutage gibt es mehr diese Arbeitszeitmodelle, die ja auch sinnvoll sind. Und aufgrund dessen ist natürlich auch der Bedarf gestiegen. Nicht? Also der Bedarf an Ärzten ist insgesamt gestiegen. Frau Schlifke. Es kommen noch mehr Punkte dazu. Wir hatten zu der Zeit, Anfang der 90er Jahre, wurden zwei Dinge eingeführt. Das war einmal die Budgetierung im vertragsärztlichen Bereich. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben Zulassungssperren gekriegt. Wir haben eine Welle von Niederlassungen gehabt, Anfang der 90er Jahre. Und zwar nicht nur von damals schon existierenden Hausärzten, sondern Ärzte jeder Fachrichtung haben sich auch als Hausärzte niederlassen können. Und genau das ist die Generation, die jetzt 65 ist und jetzt in den Ruhestand geht. Und deshalb haben wir jetzt dieses Problem. Es ist eine unmittelbare Folge von Anfang der 90er Jahre und den gesetzlichen Regelungen, die man damals eingeführt hat. Aber wollten Sie wirklich einen Hausarzt haben, der eigentlich Urologe ist? Den Augenarzt? Den wollen wir nicht, aber so ist es damals gekommen. Genau. Aber ja. Insofern ist der Wandel vielleicht gar nicht schlecht. Ja. Nur es fehlt uns jetzt die Menge an der Basis. Ja, gebe ich Ihnen völlig recht. Völlig recht. Deswegen sagte ich auch, ich glaube, wenn wir Krankenhäuser schließen würden, dann hätten wir einen Teil des Problems gelöst. Übrigens, wir sprechen immer von Landärzten, was in Schleswig-Holstein wahrscheinlich die richtige Perspektive ist. Aber die ärmeren Stadtteile Hamburgs sind massiv unterversorgt. Sowohl was Allgemeinmediziner als auch was Fachärzte betrifft. Sie kriegen noch viel schlimmer, was Fachärzte betrifft. Eppendorfer Baum, da bei uns vor der Tür, da können wir, jedes zweite Haus hat dann drei Praxen. Aber wenn Sie nach Billstedt gehen oder nach Wilhelmsburg gehen, da kriegen die Patienten keinen Facharzttermin mehr. Dafür haben die aber gute S-Bahn-Verbindungen, um weiterzufahren. Und das hat unsere Landbevölkerung leider nicht. Für einen Teil der Bevölkerung ist das eine Hürde, die die nicht schaffen. Ja, klar, okay. Natürlich ist es ein Problem, aber es ist doch anders. Aber im ländlichen Raum sieht es dann natürlich nochmal anders aus. Ja. Genau. Da haben sie ja hervorragende Straßen. Also ich glaube, das ist Fläche ist sozusagen schon nochmal ein Unterschied zu, ich fahre in einen anderen Stadtteil in Hamburg. Tatsächlich auch gerade für ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind, ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ich will nicht sagen, dass das kein Problem ist in Hamburg und dass man da nicht auch hingucken muss und dass es eine Entwicklung zeigt, die man nicht wollen kann und wo man gegensteuern muss. Aber ich glaube schon, dass nochmal sozusagen 20, 30 Kilometer Nicht-Erreichbarkeit zur ärztlichen Versorgung ein anderes Thema ist, als ich muss in einen anderen Stadtteil von Hamburg fahren. Herr Lose. Das ist Ihre Perspektive, aber die Migranten, die in Billstedt wohnen, die kommen nicht nach Eppendorf. Das ist für die eine viel größere Reise als
von Itzehoe nach Kiel. Ja, aber für die Migranten auf Sylt ist es dann auch schwierig. Damit das jetzt nicht ganz lange dauert, ich habe natürlich schon von allen gehört, nein, es gibt nicht die eine Maßnahme, mit der das geht. Aber wenn Sie sich jetzt eine Maßnahme wünschen würden, die Sie gerne sehen würden, dass sie erfüllt wird, um eine gute und Wohnort, möglichst wohnortnahe Versorgung, so habe ich das jetzt mal so konsensmäßig aufgenommen, zu garantieren, was wäre das? Herr Solbach, wir machen jetzt einfach einmal so durch. Naja, ich bin natürlich nicht der Experte für am Ende das umzusetzen. Das habe ich extra gesagt, was ich mir wünschen würde, was ich mir wünschen würde, wäre, dass das so bleibt. Aber das ist natürlich ein frommer Wunsch, der nicht in Erfüllung gehen kann. Und von daher glaube ich schon, dass es gut wäre, wenn man das Konzept wohnortnah etwas weiter ausdehnen würde, mithilfe von Telemedizin, mithilfe von Telekonsil, aber auch mit der Bevölkerung diskutieren sollte, dass das vielleicht in der Zukunft nicht mehr so geht. Frau Schlifke. Also wir brauchen sicher eine gemeinsame Kraftanstrengung. Das fängt bei den Hochschulen an. Natürlich ist es ganz entscheidend, dass eine breitbasige wissenschaftliche Wissensvermittlung stattfindet. Der nächste Schritt, dann eine exzellente Weiterbildung. Jetzt, wenn wir speziell von der Allgemeinmedizin sprechen, die ja auch in Gange gekommen ist. Dann Zugangsvoraussetzungen und Kooperationsmöglichkeiten für die jungen Kollegen, dass sie die ganze Vielfalt der Möglichkeit des Arbeitens in diesem Beruf auch entdecken und auch wahrnehmen können und dass wir sie dabei unterstützen, diese Möglichkeiten wahrzunehmen. Und ganz klar der Bevölkerung auch zu sagen, so wohnortnah, wie es bis jetzt war, wird es in Zukunft nicht mehr gehen. Wir müssen ehrlich damit umgehen und nicht immer Versprechungen machen und sagen, das geht alles noch, sondern lieber ehrlich auf die Menschen zugehen und sagen, es wird sich die medizinische Versorgung in gewissen Umkreisen konzentrieren und sternförmig sozusagen muss man darauf zugehen. Das gilt nicht nur für die Gesundheitsversorgung, das gilt auch für die Sparkasse, für die Post und für andere Dinge, die die Infrastruktur der Bevölkerung ausmachen. Herr Lohse. Ich möchte mit einem Beispiel enden, nämlich den seltenen Erkrankungen. Wir kennen etwa 8000 seltene Erkrankungen und ich sage immer in der Differentialdiagnosevorlesung, die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient, der zu Ihnen kommt, eine seltene Erkrankung hat, ist höher, als dass er eine häufige Erkrankung hat. Aber dazu brauchen wir Versorgungsstrukturen für diese seltenen Erkrankungen. Die haben wir in Deutschland überhaupt nicht, da sind wir wirklich hinterm Mond, wenn wir das vergleichen mit England oder Frankreich oder Belgien. Und das zeigt uns, wo die Latte liegt. Wir müssen auch die seltenen Erkrankungen qualitativ hoch versorgen. Und dafür brauchen wir neue Strukturen. Das lasse ich so stehen. Nee, mit einer Maßnahme geht nicht. Also ich wünsche mir, aber das will ich auch sagen, das nehme ich eigentlich so wahr, dass alle Akteure bereit sind, Veränderungen anzustoßen. An den Universitäten, was Allgemeinmedizin und den Wert da angeht, bei der KVSH, was sozusagen Möglichkeiten angeht, sich anders aufzustellen. Tatsächlich ist das, wo ich denke, wo es noch am meisten dran fehlt und wo noch nicht der Schlüssel irgendwie zu da ist, wie wir das machen können. Frau Schlifke gesagt, das ja auch tatsächlich. Ich würde es jetzt mal vielleicht so nennen, sozusagen mehr Rationalität in Patientenentscheidungen, was gut und was richtig für sie ist, ein Stück weit reinzubringen. Trotzdem müssen wir tatsächlich bei den Überlegungen, die wir haben, auch das Menschliche und wie es der Patient sieht, wirklich immer im Auge haben. Sonst wird es nicht funktionieren, egal was wir uns theoretisch ausdenken. Zwei Punkte. Ich breche mal eine Lanze für die häufigen Erkrankungen, für die Basisversorgung bei den häufigen Erkrankungen, weil das ist natürlich für die Patienten sehr wichtig. Allgemeinmedizin ist ja erstmal Basisversorgung. Und eine Lanze natürlich für eine bessere Ausstattung der Allgemeinmedizin, weil eben Allgemeinmedizin nicht einfach ein Suppentopf ist, nach dem Motto, man schmeißt alle Fächer rein und dann entsteht der Allgemeinmediziner, sondern die hat ja einfach eigene Konzepte, weil der Niedrigprävalenzbereich, die Langzeitversorgung von Patienten ein ganz besonderes Wissen und ganz besondere Konzepte voraussetzt. Deshalb bleibe ich schon dabei, dass die Allgemeinmedizin eben mit ihren eigenen Konzepten
auch eben eine ausreichende Repräsentanz an der Uni haben muss. Ja, ich danke Ihnen für die Beiträge und würde Sie ermutigen, eine andere Forschungsrichtung vielleicht etwas zu aktivieren, nämlich die Versorgungsforschung. Vielleicht könnte die Ihnen doch bei der Verknüpfung der verschiedenen Bereiche ein bisschen helfen. Es gibt da ja viele interessante Forschungsbereiche, aber es gibt auch wenig Versorgungsforschung, glaube ich, handfestlich. Und vor allen Dingen dann die Umsetzung in der Praxis scheint auch immer schwierig zu sein. Ich danke Ihnen für Ihre Beiträge. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen, für Ihre Beiträge, für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen einen guten Heimweg und für alle, die noch ein bisschen Zeit haben, draußen steht noch ein bisschen Wasser, ein bisschen was zu trinken und noch das ein oder andere Gespräch vielleicht. Vielen Dank und bis bald.